Hallo Leute, willkommen zurück. Wieder soweit, ein Monat rum, wieder ein neues Update. Für die PSP gab es diesen Monat GTA Chinatown Wars, eine Umsetzung der DS-Version, bisschen aufgehübscht, ein paar neue Zusatzmissionen, also ein Schnickschnack. Sieht natürlich ein bisschen hübscher aus, weil die PSP ein bisschen bessere Leistung hat als der DS. Und war beim Thema, beim DS. Atrian Odyssey. Wirklich ein bockschweres Rollenspiel der alten Schule, wo man früher mitzeichnen musste, hat man hier zum Glück schon mal den Touchscreen. Das Ding ist trotzdem gnadenlos schwer. Also falsch vorbereitet bedeutet den sicheren Tod. Nicht wirklich ein Spiel, aber trotzdem DS-Software. Kochkurs, was wollen wir heute kochen? Da es nicht so ganz hier reinpasst, verliere ich da mal keine weiteren Worte drüber. Rhythm Paradise, spüre den Rhythmus. Das Ganze ist ein, wie es der Name schon sagt, ein Rhythmus. Es sind rhythmusbasierte Minispiele. Ganz nett, nicht wirklich überragend. Wally, der letzte räumt die Erde auf. Diesmal auch für den DS. Ja, gewohnte Disney-Kost eigentlich. Leicht verdaulich. Blu-rays gab es diesen Monat, zumindest eine, also Blu-ray. Silent Hill, die deutsche Version, ist aber ungeschnitten. Fand ich es eine der besseren Videospielverfilmungen, auf jeden Fall sehenswert. Lösungsbuch auch mal wieder für Hitman Blood Money. Auf Englisch, gibt es meines Wissens auch nicht auf Deutsch. Aber schön detailliert jede einzelne Mission beschrieben. Mit Bildern und Vorgehensweisen und Waffen und was man halt so wissen muss. Dann haben wir für den PC American Conquest. Ein Aufbau, Strategiespiel, ja, Ressourcen managen, also ein bisschen mehr Aufbau als Strategie, würde ich mal sagen. Anno 1701, wohl eine der berühmtesten Spieleserien aus deutschen Landen. Mal wieder in der Pappverpackung, also die erste, die Day One Version quasi. Dann nochmal für den PC noch Rayman's World. Besteht quasi aus dem Ur-Rayman, das allererste, und einem kompletten Level-Editor. Und die dicke Box von Civilization 5. Die dicke, na, sagen wir mal, Special Edition mit Soundtrack, Bonus-DVD, ein paar Figuren drin. Ja, für Civilization-Fans auf jeden Fall ein Muss. Gewohnt gute Kost. Dann kommen wir diesmal zur 360. Da gab es das Bundle mit Kinect. Ich brauchte endlich mal eine neue Box. Die alte mit der 120er Platte war doch ein bisschen arg eng bemessen. Dann, Splinter Cell hatte ich ja schon. Habe ich jetzt mal eingetauscht gegen die Special Edition. Dann haben wir noch Alpha Protocol, ein Spionage-RPG. Eines der besseren Spiele von Sega, weil von diesem ganzen Sonic-Zeug halte ich nichts. Vor allem nicht von den letzten Episoden, das wird irgendwie jedes Mal schlimmer. Blood Bowl. Ein sehr ungewöhnliches Spiel. Es ist ein, ja, eine blutige Football-Version, allerdings rundenbasierend das Ganze. Fairy Tale Fights. Zeigt das wahre Gesicht von Grimms und ähnlichen Märchen. Die Dinger sind halt extrem blutig. Das Spiel lebt es aus. Leider ist es doch wirklich sehr eintönig geraten. NBA Live 10, gewohnte Basketballkost, genau wie NBA 2K10, das Konkurrenzprodukt dazu quasi. Also mir gefällt die 2K-Reihe besser als die Live-Reihe, aber ist Geschmackssache. Ninja Blade, das Spiel, was die Quicktime-Events ab Absurdum führt, also so dermaßen viele, die auch so oft zum direkten Tod führen. Eigentlich besteht es nur aus Knöpfchen Nachdrückerei mit zwischendurch einer Videosequenz. Raven Squad. Ziemlicher Schund. Sieht zwar schön aus im Pappschuber, aber das Spiel ist nicht wirklich besser dadurch. Ja, lasst lieber Finger von. The King of Fighters 12. King of Fighters für viele Leute ja das Prügelspiel schlechthin, für mich nicht. Ich habe da eher so meine Vorlieben in Soul Calibur, aber Geschmackssache. Tornado Outbreak. Boah,
spielst einen Tornado, machst die Städte kaputt, bla bla bla. Auch nicht wirklich interessant. Vancouver 2010. Das Spiel zur Olympiade. Winterspiel kostet halt Schlittschuhfahren, Rollschuhlaufen. Nein, Rollschuhlaufen nicht. Schlittschuhfahren, Bobflaufen. Das ganze Wintersportprogramm. Venetica. Auch ein deutsches Spiel. Aber leider sehr bugbelastet auf der Box. Gibt auch meines Wissens noch kein vernünftiges Update dafür. Jetzt im Januar kommt die 360, die PS3-Version. Die wird wohl um einiges besser sein. Muss ich traurigerweise echt mal zugeben. Aber okay, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, wenn auch verbuggt. So, für die 360 nach wie vor. Assassin's Creed Brotherhood, die Vorbestellerbox. Da war eine schnucklige Mütze drin. Mit einer passenden Plastiktüte gekauft. Und dann natürlich die Codex Edition. Von dem Ganzen drin ist, da kann man sehen, eine schöne Box. Drehen, drehen, drehen. Das Spiel ist natürlich drin. Die DVD dazu. Eine große Karte, sprich oder ein Poster, je nachdem, wie man sagen möchte. Sammelkarten der Mehrspielercharaktere. Braucht, glaube ich, kein Mensch. Die Bonus-DVD und Spielsoundtrack. Und ein exklusives Codex-Buch mit ein bisschen Hintergrundinformationen, Artbook, alles in einem eigentlich. Das war's.